Die marokkanische Küche nennt man auch die gelbe Küche, weil Safran eine große Rolle spielt. Und in Tunesien spricht man von der roten Küche. Hier ist der Paprika der Star. Und natürlich die scharfe Harissa-Soße. Und damit fange ich an. Nicht mit der Harissa-Soße, sondern mit unserem Bulgur. Und zwar habe ich hier Bulgur, das ist Hartweizen, Hartweizenkörner. Sagen wir mal die Opposite zum Couscous. Da sagt man Hartweizengrieß, das ist so ganz klein und fein. Jetzt braten wir mal gleich mal die Zwiebel an. So mag ich das, wenn es so ganz leicht zischt. Und nicht gleich so Burning Joe. Ein bisschen noch. Ja. Mehr nicht. Fahren wir da mit unserem Gummimambo rein. Ihr könnt euch da gleich mal ein bisschen warm laufen. Jetzt kommt der Knoblauch gleich mal dazu. Und der Knoblauch, muss man wirklich sagen, ist schon ein toller Bursche, wenn er sein Spezi dabei hat. Und ob jetzt die Tunesier das machen oder nicht, da kann ich nichts dafür. Aber sie können ja auch ein bisschen was einmal von uns lernen. Dass da mal ein bisschen Ingwer reinkommt. Nicht zu viel, weil bei 50-50 schmecken sie den Knoblauch fast nicht mehr. Aber wenn so ein Drittel Ingwer rein und zwei Drittel Knoblauch, dann kommt ein ganz feiner, ästhetischer Knoblauchgeschmack raus. Das schwitzen wir jetzt an. Jetzt kann man... Mir ist es immer zu sauer, wenn man da jetzt auf einmal einen Tomatenmark reingibt. Ich gebe gern so diesen Tomatensugo mit rein und das verdünne ich ein bisschen mit einer Geflügelbrühe. Jetzt kann man schon hingeben das Harissa. Und zwar besteht Harissa aus Knoblauch, aus Minze, geräucherter Paprika, normaler Paprika, normaler Kümmel, ein bisschen Kurkuma, Kreuzkümmel ist ganz wichtig, Koriander, Chili und natürlich unser Spezi, der Ingwer, den tun wir auch rein. Und jetzt gebe ich gleich einmal, was ich normal ganz selten mache, dass ich ganz am Anfang die Gewürze mit reingebe. Da dürfen sie ruhig etwas großzügiger sein. Aber da meine Hitze ja sehr mild ist, brennt der auch nicht an. Mal rein. Und jetzt lösche ich ab. Mit der Brühe. Jetzt gehen wir schon ein bisschen mit der Hitze hinauf. Nein damit. Sodass sich alles wieder sauber löst. Tomatensugo dazu. Das Ganze verrühren wir jetzt. Jetzt müssen wir es einmal zum Kochen bringen. Dass sie die ein bisschen anfreunden und sagen, ah, du darfst halt auch dabei sein. Gell? Das habe ich gar nicht gewusst. Ja, mei. Manchmal sitzt man neben einem, obwohl man es gar nicht weiß und gar nicht will. Aber in dem Fall passen die recht gut zusammen. Und jetzt nehme ich meinen Bulgur. Den lassen wir einmal aufziehen. Und dann macht man es eigentlich so wie beim Risotto. Man lässt es ganz langsam ziehen und der braucht jetzt in etwa ja, 15 Minuten. Und dann ist er fertig. Jetzt wische ich den nochmal ab. So, ich mag, dass der Topf immer sauber ist, weil als Koch schaust du ja immer irgendwo rein und in dem Fall, wenn der Topf schön sauber ist, dann macht es richtig Spaß, da weiter zu kochen. Das hat jetzt aufgeköchelt, jetzt gehe ich zurück, gebe nur Lorbeerblatt, das ist auch ganz wichtig, gebe die zwei Lorbeerblatt rein und gebe jetzt meinen Deckel drauf, sodass der ganze Geschmack da drin bleibt. So konnte der Bulgur jetzt diese Flüssigkeit schön aufnehmen und letztendlich sollte er cremig sein. Und jetzt noch was zur Gesundheit vom Bulgur. 100 Gramm Bulgur decken den Tagesbedarf an Mangan zu 100%. Jetzt werden Sie sagen, Mangan, Mangan, was ist mit Mangan? Mangan aktiviert Enzyme, die im Körper Ihnen helfen, dass Sie gesund bleiben. Dann hat er viel Magnesium und Eisen. So, das langt, er hat noch mehr Stoffe, aber das sage ich Ihnen auch beim nächsten Mal. Jetzt muss ich das Lamm abraten, weil sonst geht er doch nichts weiter. Sonst ist er fertig und mit dem Lamm bin ich noch im Rohzustand. Das ist ein sehr... sagen wir mal eher schmaler Lammrücken. Den kann ich locker in der Pfanne braten. Wenn es dicker wäre, würde ich ihn anbraten und dann bei 100 Grad im Ofen ein bisschen ziehen lassen, so 10 Minuten. Den gebe ich jetzt da rein. Ebenfalls wieder wenig Fett, immer das Gleiche. Gell? Jetzt kann man sagen, ein bisschen geben wir ihm noch einen Geschmackerl dazu. Das ist eigentlich das Schöne an dieser orientalischen Küche, dass man da ein bisschen mit den Aromen spielen kann, dass man ganz einen anderen Geschmack drauf bringt, obwohl sie einen bayerischen Lammrücken haben. Also letztendlich ist das Gewürz in erster Linie verantwortlich, in welchem Land
sie sich bewegen. Dementsprechend schmeckt es dann auch. Und da unten oder in Tunesien hat man das heute halt gern so gemacht. Macht man übrigens im ganzen Orient, dass man das ein bisschen in Chili und in Koriander und in Kardamom, Zimt natürlich, brich jetzt nur mal ein bisschen was raus. Das ist übrigens Ceylon-Zimt, der schaut aus wie eine Zigarre. Und der chinesische Zimt, der Cassia-Zimt, das ist wieder so ein Real. Ja? Das ist der bessere. Wenn Sie wollen, dann noch ein bisschen an Rosmarin dazu. Knoblauch geben wir auch noch mal rein, ein paar Scheiberl. Ingwer habe ich da schon drin, das passt jetzt. Gut. Damit der ein bisschen dicker wird, stelle ich ihn jetzt hier auf der Seite auf. Dann werden die Kanten, die gehen jetzt ein bisschen auf und der Lammrücken wölbt sich dann etwas nach oben. Nur ein bisschen das langt schon. Den lasse ich jetzt so auf Stufe 7, lasse ihn so langsam dahin braten. Kann man in der Zwischenzeit, weil wir machen ja den Lammrücken auf dem Bulgur, und habe ich mir gedacht, da gehört, bei uns hat man so, ja, da gehört doch ein Schuss dazu. Und in diesen Ländern hat man es nicht so mit den Soßen, die wir kennen, sondern man macht gern aus Joghurt Soßen. Und hier habe ich einen Joghurt, Gurke, und jetzt mache ich einen Gurkenjoghurt. Kennen Sie übrigens im Sommer auch mal machen. So ein Gurkenjoghurt, das schmeckt super. Gurken in kleine Würfel geschnitten, die Schalen lasse ich drauf. Ein bisschen Knoblauch, der gehört rein. Jetzt werden die sagen, ja, wo tust jetzt du einen Knoblauch nicht rein? Ja, in Kaffee vielleicht, ja. Aber eins sage ich noch gleich, einen Ingwer, den gebe ich immer in Kaffee rein. Und wenn Sie mal in der Früh so ein bisschen Probleme mit dem Kopf haben, dass Sie Kopfweh haben, stellen Sie ein bisschen einen Ingwer rein und Sie werden sehen, Ingwer hat einen Stoff, der heißt Gingerol. Der wirkt genauso wie Aspirin. Aber da darf es jetzt wieder rein. Ein bisschen Ingwer, dann Chilisalz. Jawohl. In dem Fall gebe ich Limette rein. Ich höre schon, das höre ich ihm an, dass wir das umdrehen müssen. Das wollte ich nicht sagen, hier ist jetzt ein ganz bisschen Flüssigkeit rausgekommen. Und das ist ein Zeichen, dass wir ihn umdrehen können. Und jetzt braucht er nicht mehr lang. Jetzt gehe ich mit der Temperatur sogar runter und lasse ihn langsam vor sich hinschmoren. Ich tue da noch ein bisschen Zucker rein. Jetzt rühren wir ihn um. Eigentlich ist er schon so gut. Eigentlich schmeckt er so schon, wie er ist. Und jetzt geben wir noch ein bisschen einen drauf. Hier habe ich Koriandergrün. Sagen, Koriandergrün, das seifelt so. Jetzt nehmen wir uns einmal nur die Stiele her. Nehmen wir uns einmal die Stiele her. Die Blattl lasse ich jetzt ein bisschen. Die gebe ich jetzt da rein. Werden Sie kaum merken. Und was natürlich immer klassisch schmeckt bei solchen Dingen, das ist natürlich die Minze. Boah, Minzblattl, nicht zu viel, gell? Sonst haben sie wieder lauter Minze. Nein. Umrühren, ein bisschen ziehen lassen und fertig ist das Ganze. Und ich glaube ja, dass wir jetzt fast schon anrichten können. Jawohl, der ist fertig. Und du jetzt weg. Schön cremig. Kleines bisschen Minze. Ein wunderschönes, einfaches Gericht, das wirklich gut schmeckt. Dieser geschmackige Harissa-Bulgur mit dem saftig gebratenen Lammrücken und dem geschmackigen Gurkenjoghurt. Guten Appetit, schaut gut aus, schmeckt gut.